So, jetzt müsste eigentlich das Mikrofon gehen. Ich hatte da technische Schwierigkeiten. So, grüß Gott, meine Damen und Herren. Im Hintergrund könnten Motorsägen zu hören sein. Ich hatte gestern mal noch versucht zu fragen, ob dieser Einsatz dieser Motorsäge in Ordnung sei, habe aber nirgendwo Verbindungen bekommen zu Grundstückseigentümer nicht, und die den Auftrag bekommen haben, haben sich dumm gestellt. Also dumm stellen ist ein Erfolgsprinzip übrigens im demokratischen Rechtsstaat. Wer sich dumm stellt, macht schon keinen Fehler. Ne? Und man kann ja auch, ein Intelligenter kann sich ja auch mal dumm stellen. Das ist von Vorteil. Nur umgekehrt ist halt schlecht. Ne? Aber in dem Fall würde ich gerne meinen, man hätte mir ja eine Auskunft geben können. Und dann habe ich mich an das Rathaus, zuständige Rathaus eben, gewendet, und da war auch nichts zu hören. Und dann habe ich zwei Rechtsanwälte kontaktiert. Die haben zumindest eine Rechtsberatung mir gegeben, sodass ich Rechtssicherheit hatte. Wenn man losrennt und hat keine Rechtssicherheit, das ist auch nichts. Dann, was will er schon wieder, heißt das? Das ist nichts. Also die Rechtsgrundlage muss überprüft werden und das Anliegen muss klar sein, ein subjektives Anliegen in dem Fall. Nicht, sondern objektives, ja, Naturschutz. Und dann irgendwann, also ich war ja in Zeitnot. Ich war in Zeitnot, weil der Eigentümer, das sind Fakten, die ich hier benenne, das ist kein Geschwurbel, der Eigentümer hat recht spät, ja, hier Informationen gegeben an die Nachbarn, und da war ich ein bisschen in Zeitnot und habe dann auch mal bei der Polizei angerufen. Also nicht kommen Sie her, sondern ich wollte eine Beratung. Man kennt mich ja seit 30 Jahren. Bin ja in sämtlichen Polizeicomputern drin, aus unterschiedlichen Gründen, eher aus dienstlichen Gründen. Bei mir ruft ja auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg, die rufen ja auch gelegentlich bei mir an und fragen um Rat, und so habe ich es dann auch gemacht. Und im Ergebnis war es dann so, ich habe gesagt, ihr braucht jetzt nicht kommen. Ich wollte es nur wissen, was man jetzt tut. Und dann sind die aber trotzdem hergefahren, ne? Und haben den Falschen befragt. Auf der Gas heißt es ja Schwedisch. Gut, ich bin dann rausgegangen, habe die Sache aufgeklärt. Im Ergebnis kam dann Freitagnachmittag 15 Uhr, Behörden ist ja immer schwierig. Ich habe ja Glück gehabt, und dann kam die zuständige Person tatsächlich dahergefahren. Das war für sie möglich, weil sie ohnehin in der Nähe wohnt. Die kenne ich auch schon seit 30 Jahren, diese Person. Und die hat dann als Rechtsbehörde hier handeln können und auch die richtige Auskunft geben können. Im Ergebnis war es so, dass man das, was man eigentlich wollte, also Naturschutz als Ziel, nicht erreichen konnte, weil die Rechtsgrundlage schwach war. Ich drücke mich ein bisschen unklar aus. Mir geht es ja auch um Datenschutz, nicht, dass jetzt plötzlich dann irgendwie Pressevertreter vor meiner Tür stehen. Das ist nicht mein Ziel, sondern ich will nur dazu bemerken, wer mich nicht ernst nimmt oder der eine Frage von mir nicht versteht oder nicht beantworten will, der muss damit rechnen, dass ich sie etwas deutlicher und lauter wiederhole, schriftlich oder mit entsprechender Unterstützung durch Behörden oder Anwälte. Das habe ich getan, mehr nicht. Und wenn eine gute Antwort gegeben wird, dann ist es so. Und man muss ja nicht immer gewinnen im Leben. So, ich freue mich ja auch immer, wenn ich sowas per Post zugeschickt bekomme von meinem Freund Heinz. Übrigens, so heißt er, der weist mich darauf hin, dass hier 10 Jahre Parkzerstörung, die Parkschützer, wo ich Mitglied bin, 35.000 Mitglieder werden ja immer noch vom deutschen Verfassungsschutz, LFV, beobachtet. War da schon lange nicht mehr. Das online gucke ich mir vielleicht an. Manchmal können Sie auch mal hier im Internet sich anschauen. Ne? Am 14.02. gibt es eine 600. Montagsdemo gegen das Murks-Projekt. Stuttgart 21, totale Zerstörung des Parks, andere Risiken ohne verkehrlichen Nutzen, nur werden öffentliche Gelder in private Taschen umverteilt. Knapp 10 Milliarden, und das Ganze ist ein Skandal. Und die Volksabstimmung in Baden-Württemberg kam auf Fake-Fakten zustande. Da gibt es also schon den Kostendeckel, was eine glatte Lüge war. Na, das kann ich mal hier so sagen.
Einen Kostendeckel gibt es ja in Deutschland nicht. In der Schweiz gibt es ja Kostendeckel, da werden Projekte ausgeschrieben, wer den Zuschlag bekommt, zu dem genannten Preis, der macht es für den Preis. In Deutschland ist es anders, es wird vergeben, ich bin ja auch im öffentlichen Dienst, deswegen weiß ich das so gut, an denjenigen, der es preisgünstig anbietet. Der kriegt dann einen Auftrag und diese ganzen Nachbesserungen, weil es nicht richtig läuft, jetzt muss ich ein bisschen grinsen, ich will es nicht konkretisieren, sonst habe ich Ärger am Kragen am Montag am Arbeitsplatz, wenn es nicht richtig läuft. Diese Nachbesserungen sind teilweise kostenpflichtig. Und das ist halt nichts. Ne? Also da ist ständig auch in der Pandemie, jetzt mit dem Virus, was da Gelder in die Taschen von Großkonzernen geflossen ist, die das Geld gar nicht brauchen. Und dann werden die Dividenden hochgesetzt, die Aktionäre lachen sich tot und Staatsgelder werden hier den Falschen gegeben. Es gibt Verlierer der Pandemie. Es sind natürlich auch kleine Betriebe, mittelständische Gastronomie und so weiter und aber auch Menschen, die trotzdem ihre Pflichten nachgekommen sind, die sich verausgabt haben im Pflegebereich, in den Krankenhäusern und so und die aber dann sich das auch noch erkämpfen müssen, wenn sie da eine Leistungsprämie dafür bekommen sollen. So ist es halt in Deutschland, Kapitalismus pur und die neue Ampelregierung wird daran auch nichts ändern und ob es in der Ukraine Krieg gibt oder nicht, wissen wir nicht. Und wenn sie am Dienstagabend hier ein bisschen, nee, am Montag ist, Montagsthema am Dienstag, bin ich fast vertan. Hier stehen die Daten drauf auf dem Sender, die Parkschützer, Videos und die Teilnehmer sind bekannt. Der gute alte Volker Lösch, ja, den kenne ich sehr gut, persönlich noch übrigens. Ich meine, der Verfassungsschutz wird inzwischen meine Akte geschlossen haben, weil der ist ja gar nicht mehr da. Der kümmert sich um das Fällen von Bäumen und so weiter. Der wird ja gar nicht mehr in Stuttgart wahrgenommen. Aber wenn ich eine E-Mail schreiben würde, ich komme vorbei, dann tauchen die wieder auf. Selbst in Pforzheim haben sie mich beschattet, ne, auf dem Warzberg. Ja, da gehen sie auch mal hin. Dann noch was anderes, was ich gestern versucht habe, dieses Lied zu singen, Männerchor, zu Ehren von dem blinden Wilhelm. In den 70er Jahren hat er dieses Lied immer sehr schön gesungen, die alten Straßen noch, nach der Heimat und so weiter. Also es ist ein bisschen schmalzig, würde man meinen, auf dem ersten Blick, aber ich bin gescheitert. Ich wollte das singen, an der Intonation bin ich gescheitert und am Rhythmus. So ein langsamer Dreiviertel ist das und diese Punktierungen, die da drin sind, das hätte nicht geklungen, weil ich kann ja den ersten Tenor nur im Falsett. Und das Solo hätte ich gut hingekriegt, also wenn ich einen Background mir irgendwo geklaut hätte, hätte ich es natürlich singen können. Das liegt jetzt auf Eis, ne? Die alten Straßen noch, vielleicht kommt es irgendwann mal noch. Das mache ich halt spaßhalber aus Hobby, weil es mir Spaß macht. Andere sägen gerne mit der Motorsäge Bäume um und kriegen dann einen Haufen Geld dafür und jubeln dann, wenn die Spitze runterfällt, das habe ich gerade gesehen. Ich habe ja viele Bäume gepflanzt. Gefällt habe ich auch ein paar, nicht so viel. Wir hatten mal Schlagraum früher, mein Bruder und ich haben da Holz rausgeholt aus dem Wald mit Genehmigung. Und jetzt hier diese Verdichtung und die zuständige Person, ich lasse mal den Namen weg, die war kompetent, die gestern noch um 15 Uhr aufgetaucht ist, die ich auch seit 30 Jahren kenne. Wir haben uns gut unterhalten und sie hat dann das begutachtet. Nach der Landesverordnung in dem Fall, weil die Gemeinde Weilerstadt hat gar keine Baumsatzung. Also nach Landesrecht. Und die Frage ist ja, ob der Eigentümer was melden muss oder genehmigen lassen muss. Das kann man nochmal nachfragen. Und es reicht ja nicht aus, wenn man der Meinung ist, da sind ja Vögel drin in dem Baum und der leistet seinen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht hier innerhalb der Bebauung, das reicht nicht aus. Das wurde ja früher separat geprüft. Inzwischen gibt es ja ein vereinfachtes Verfahren. Das heißt, der Bauherr braucht im Vorfeld, bevor er das Haus abreißt, gar nichts melden. Er hat die eigene Verantwortung und die zuständigen Behörden greifen nur ein, wenn was falsch gemacht wird, wenn beispielsweise in diesem Haus Fledermäuse drin wären, wie in einem Tunnel beispielsweise oder der berühmte Juchtenkäfer, vielleicht erinnern Sie sich noch, dann greifen Behörden ein, wenn sie wollen. Und wenn es gerade Freitagnachmittags ist, ist es ein bisschen eine Glückssache. Nun, ich war jetzt mal wieder der böse Bube, der hier die Polizei verständigt hat.
Aber ich habe ja nicht gesagt, kommen Sie her, ich wäre hier bedroht, sondern ich habe gesagt, was machen wir jetzt? Und die kennen mich ja schon alle. Und der eine hat gesagt, da wohnen Sie in meiner Stadt. Das gefällt mir sowas. Also ich will nicht wichtiger sein, als ich bin. Wir sind alle wichtig. Jeder Mensch persönlich ist wichtig. Und wenn einer bei mir anruft, das war ja schon eine halbe Million Mal der Fall, dann nehme ich diesen Anrufer oder Anruferin oder divers persönlich ernst. Das ist mein Erfolgskonzept und diese Anerkennung, die man anderen Menschen gegenüber an den Tag legt, die wird einem selber dann auch gegeben. In einer anderen Besprechung haben wir da auch mal von Nächstenliebe neulich gesprochen, so wie sie beispielsweise in der Bibel definiert ist oder so. Aber wenn man sich selber nicht mag, dann ist es mit der Nächstenliebe und der Feindesliebe ganz blöd. Ne? Wenn ich an die Ukraine denke, zum Schluss, jetzt sind wir 11 Minuten schon zusammen, mit der Ukraine, der Militärhelm auf dem Kopf der neuen Außenministerin hat mich schon ein bisschen irritiert. Und an diesem an der Gedenkstätte war sie ein bisschen gerührt. Das war gut, aber der Militärhelm, den braucht man nicht zur Schau tragen. Wenn man für den Frieden ist, dann muss man sich friedlich kleiden, ne, so wie ich. So, wenn es kalt ist, so. Ne, aber nicht mit Militärhelm. Also das ist verschärft und das ist brandgefährlich. Wir werden in wenigen Tagen schon wissen, ob es einen Krieg gibt in der Ukraine. Beide Seiten rüsten auf. Man ist im Moment, die NATO ist immer überlegen. Putin hat überhaupt keine Chance, irgendeinen Krieg zu gewinnen auf dieser Welt. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um ganz andere Interessen und die NATO ist immer stärker gewesen. Die NATO hat sich in Europa systematisch Richtung Osten bewegt und das ist nicht in Ordnung. Also was soll das? Sind natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter. Jetzt sind wir wieder beim Kapitalismus. Am Krieg verdienen immer wieder welche. Es verdienen welche am Krieg und arme, einfache Soldatinnen und Soldaten und die Bevölkerung muss das Leben lassen. Zweiter Weltkrieg, über 60 Millionen Tote und Deutschland hat eine besondere Verantwortung. Olaf Scholz gibt da eine relativ gute Figur ab, was das betrifft. Wir müssen nicht den US-Imperialismus in Europa blind vertrauen und unterstützen. Das finde ich gut, wenn man eine eigenständige Meinung hat. Es gibt nämlich keinen Frieden in Europa gegen Russland. Dann schickt er 100.000 Soldaten an die Grenze. Nicht gegen Russland, sondern mit Russland würde bedeuten, man kommuniziert. Macron hat das ganz gut gemacht an dem langen Tisch und hat was erreicht. Und muss man fairerweise sagen, obwohl die Franzosen mit ihrem Atom natürlich auf einem totalen Irrweg sind, logischerweise seit Jahrzehnten eigentlich. Und jetzt höre ich mal auf, sonst wird es langweilig. Ich wünsche Ihnen einen schönen, ruhigen Samstag. Bei mir surren die Motorsägen den ganzen Tag wahrscheinlich. Es geht um Kiefern, wer hier mal vorbeifährt. Achso, im Moment ist gesperrt. Vorbeifahren geht nicht. Aber bitte keine Journalisten, weil die Rechtsgrundlage ist dünn. Da könnt ihr sagen, hier ruf mal die Bildzeitung an. Aber das bringt es nicht, weil die dürfen fällen. Das habe ich von verschiedenen Behörden und Anwälten prüfen lassen. Die dürfen fällen, auch wenn es weh tut. Und wenn die Vögel jetzt wegbleiben und es ist dann hier stumm. Der Eigentümer will ja mehr Familienhäuser reinbauen, sind 2 Grundstücke und dann seinen Gewinn maximieren, das unterstelle ich. Aber das darf er ja. Also wenn er alle Rechte im demokratischen Rechtsstaat einhält und alle Verträge, wenn er sich kooperativ verhält, darf er das. Nur was mich gestört hat, und deswegen gab es diesen Eklat, er war nicht erreichbar. Telefonisch nicht erreichbar, die E-Mail-Adresse war falsch. Also Fake News, sagt er. Fake News. Nee, wenn einer nicht erreichbar ist, dann guck mal in die Röhre. Und wenn Zeitnot da ist, dann werden andere verständigt. So mache ich das. Und ich bin immer erreichbar. Tag und Nacht, auch nachts, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, die wird am nächsten Tag beantwortet. Ich hoffe, dass das Mikrofon jetzt stark genug war, dass Sie mich verstanden haben. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wir schauen die Sonne, da geht es hin. Und schauen wir mal an, wie die Bäume da unten sind. Und tschüss.